Hallöchen, nächste Folge am Start. Erstmal noch ein bisschen Kleinigkeiten hier erledigen rund um die Hütte. Guckt mal, Bäumchen wachsen. Schön, schön, schön. Schön, schön. Jetzt hier mal noch ein bisschen Dreck wegwühlen. Was denn da die nächste Etage anbauen kann. Schon ätzend lange. Okay. Und erstmal einen Eimer. Wenn ich recht erinnere, waren das 3 Eisen. Chup, chup. Eimer. Und eine. Heißt das Hö oder heißt das Hö? Oder Hü heute. So. Dann brauchen wir noch eine neue Schaufel. Dann. Ja, kick doch mal ein Schradertierchen. Oh, da bin ich. Wo bist du? Hier. Wo hier? Mach mal Feuer. Hä? Ich habe in der Nähe vom Sporn gebaut. Ach, da bist du. Genau. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt hier erst elendsweit weglaufe, dann finden wir uns im Leben nicht wieder. Hey, PvP ist an. Du schickst doch noch mal eine schöne Stelle. Wie weit willst du nicht ausbreiten? Ganze Stücke. Je nachdem, wie viel benötigt ist. Auf jeden Fall unterirdisch gehe ich Haufen groß. Kennst mich doch, ich bin doch ein Zwerg. Oh fuck, ist ein Creeper, ist ein Enderman? Ein Creeper tut dir nix. Die sind lieb. Ist ja eine Unterwasserwelt, glaube ich. Das haben wir doch gar nicht, das Add-on. Hier ist auch... Ist das Licht? Ja, weiß ich nicht, was das da steht mit dem Licht. Das sehe ich ja hier auch dauernd, aber... ist zu tief, ich komme nicht runter, brauchst einen Taucheranzug für. Hast du mal was gebaut hier? Du bist gerade dran vorbeigelaufen. Wo, da hinten? Da hinten, ja? Nö. Weil hier ist ein Haus? What? So weit bin ich doch noch gar nicht weggekommen vom Sporn. Hier ist ein Haus? Hexenhaus, wa? Hier hat schon einer gegraben? Was? Hm? Oder hast du hinten mal was angefangen? Nee, Mann. Ich hab doch den Server ganz frisch gemacht. Wie viele Leute passen ja drauf? Na, nur ich und 2 Freunde. What the fuck? Das kommt mir aber bekannt vor. Oh, was drinne? Das war mein altes Singleplayer-Spiel. So cool, will ich hier. Ja, kannst du machen. Ich
der 2. Ich dachte, ich habe die Welt ganz frisch gemacht, aber irgendwie dann anscheinend doch nicht. Noch eine Runde aufnehmen oder willst du gleich was anderes? Ich bin schon am Aufnehmen. La 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 la, verrate ich aber nicht. Jetzt toll, jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause finden hier. Ah, da ist mein Haus, schön. Gleich mal demnächst eine Kartbahn von einer Hütte zur anderen bauen, dass wir da uns nicht so verlaufen können. Weil du weißt ja, wenn du mich zweimal im Kreis gedreht hast, weiß ich nicht mehr wo lang. Oh! Alter! Alter, Alter, es gibt so ekelhaft neue Viecher hier. Ich erschrecke mich so fies dabei. Warte, ich mach mal. Willst du noch spielen oder willst du noch was anderes machen, Blitze? Ich bin jetzt erst bei 6 Minuten. Ich mache jetzt die Folge noch einmal wenigstens 20 draus. Achso, nimm schon auf, sag doch was. Hab ich doch. Was denn nicht? Hab ich den Knopf vergessen zu drücken. Gut, nehm ich auch mal auf. Alter, geh mal vor die Tür, Junge. Da kommen Viecher aus dem Himmel runter, fliegen das Gedöns und frisst dich an, Junge. Ich erschrecke mich jedes Mal. Weich, warte mal kurz. Puh, ja, ich wollte. Schlafen. Und so noch nicht, ich kann nicht schlafen. Och, Gott. Pack mal das Messer aus, ich guck mal, ja, das waren 2. Das waren 2. Da ist schon der erste gewesen. Nee, das überlebe ich nicht. 2. Scheißendreck. Ja, du hast gesagt, fliegende Tiere von Himmel, die uns fressen. Ich sehe keine. Ich sehe nur Kühe und Schweinchen. Ich habe hier 2 Stück Phantome oder wie die Viecher heißen. Ja, die kannst du auch behalten. Bett schlafen kann ich nicht, weil wegen und so. Ja, ich wollte erstmal das Bett markieren. Oh, doch, jetzt kann ich. Richtig hin, genau. Eben konnte ich nicht, weil Viehzeug zu nah war. Zur Bremse am Himmel. Wie schön. Feuerwehr. Bist ein wenig gestört, kann das sein? Ja. Was ist nichts Neues bei dir? Ich wollte eigentlich jetzt anfangen, ja langsam einmal allmählich mal so ein paar Beete anzulegen für Nahrung. Das war der Plan. Dann brauche ich jetzt ein bisschen Cobblestone. Dann müssen wir mal so. Dann machen wir so. Die Hecke hin, dann machen wir hier den Weg hin. 2 reicht. Also hast du auch ein Skin-Paket gekauft? Ja, Chroma Hills habe ich mir geholt. Ja, weil, wollte schon sagen, das ist ja nicht Standard hier. Wie siehst du das auf Chroma Hills? Natürlich. What the fuck? Ja, guckst du, wa? Beach.
Da stand doch, gekaufte Sachen gehen nicht online. Also ich hab's definitiv nicht gekauft. Ja, ist ja gut, wenn das funktioniert, dann ist doch schick. Dann siehst du wenigstens alles so, wie ich sehe. Das sieht aber, ich finde, das sieht ganz geil aus. Das ist irgendwie noch... Die Kuh ist hässlich, ich hab grad den Drang, die Kuh zu töten, weil die so hässlich ist. Ja, töte sie doch, friss sie auf. Geht nicht, ich möchte eigentlich eine Kuh mit einem Schaf zeugen, nee, eine Kuh mit einem Schwein zeugen, nee, paaren. So, paaren. Achso. Muss ja auch noch einen Huhn mit reinmischen. Jetzt übertreib mal nicht, wisse, sei mal realistisch. Eierlegende Wollmilchsau. Schaf, eine Kuh, ein Schwein und eine Huhn. Sehr Schildkröten. Ja. Die sind zäh. Das erste, was ich gemacht habe, wo ich eine Schildkröte gesehen habe, ich habe sie verhauen. Aber die sind zäh. Frau doch keine Schildkröten. Doch. Ich wollte gucken, ob ich Schildkrötenpanzer kriege. Und dann den als Helm aufsetzen kann. Das sind doch haufenweise Fische im Wasser. Wow. Ich hab keinen Taucheranzug. Es ist noch nicht ausgewachsen, der Scheißdreck. Trotzdem mal, bringt das was gleich neu. Das ist schon mal 6. So. Das jetzt hier drüben hin. Dann kann ich hier weiter auf. Warum jetzt überhaupt Taucheranzug? Was? Warum überhaupt Taucheranzug? Ja, weil du sonst ersäufst. Vorhin versucht er nach so einem Licht da runter zu schwimmen über Nacht. Ist mir das aufgefallen, wo es dunkel war, dass da unten irgendwas rumleuchtet. Da wollte ich da hinschwimmen. Ist zu tief. Kommst nicht runter so schnell. Steiner. Ja, kannst du auch versuchen, dich runterzubauen. Ich jetzt hier den Weg fortsetzen.
Spitze, Bro. Spitze. Droppt so eine Schildkröte eigentlich? Das hätten die getroppt, Seetang, glaube ich. Ich mir noch eine Schere. Dazu. Ich weiß gar nicht wie. Wie war denn jetzt Schere? Ach da, guck. Ich habe gerade ein Baby-Zombie gesehen. Was, ein Baby-Zombie? Ein Klein-Zombie. Das sind diese schnellen, aggressiven Mistschweine, oder? Wie schnell? Schnell, die rennen voll schnell, die kleinen Kacker. Glaube ich. Echt? Ja, ich dachte, das war damals, das Ding gab's damals schon bei Vize-Beast. Dachte ich, die wären da quasi wegen Vize-Beast drinne. Scheint denn ja nicht so zu sein. Ich weiß es nicht.
Skelett. Zaundinger. Echten. Welchen Zaun? Da fehlen mir die Bretters. Habe ich noch ein paar Eisenbretters. Nein! Zaun. Drei. Hervorragend. Ich wollte mit. Sehen so ein bisschen aus wie Wasserleichen, die Zombies. Wasserleichen-Zombies, vielleicht. Und eine Muku. Hast du eigentlich für ein gammeliges Wetter gestellt, Alter? Doch schön.
Weißt du noch, welche Taste das war mit den Koordinaten? Gibt's hier nicht, ja. Ach, gibt's hier nicht? Ach, scheiße. Nee, die gibt's hier nicht, ja. Aber du kannst ja eine Karte bauen. Nee, ich muss... Hier, wo wir früher gesehen haben, hier die Höhenkoordinaten mit, Gibt's nicht, ja. Ja, verdammt. Kannst du, glaube ich... Yes. Aber ich weiß nicht genau, wenn du eine Karte hast, steht es glaube ich dran. Du musst dir einen Zettel aus Papier bauen, dann musst du das irgendwie mit dem Kompass zusammenwursteln und irgendwie ganz komisch. Aber du siehst ja hier in der, wenn du auf dem Crafting Table gehst, kannst du dir ja anzeigen lassen Rezepte. Ich schaue mich gerade Ressourcen. Da müsste dann das eigentlich. Also ich wollte, ich wüsste nicht, irgendwie hatte ich das, dass man das mal anzeigen lassen kann, aber das stand dann irgendwie dauerhaft dran und das war irgendwie arschlike. Ich wollte ja auch gerne noch eine Minimap haben, wo dann halt auch Koordinaten dran stehen, aber irgendwie krieg ich das nicht zum Laufen. Nope, nope. Ja, kann sein. Aber die zwei Sachen, die ich jetzt hier drauf gemacht habe, die waren einfach. Da brauchte ich nur... Datei runterladen, doppelt klicken, hat sich automatisch installiert, musste ich die Welt runterladen, im Singleplayer öffnen, die zwei Dinger hinzufügen, wieder speichern und dann wieder hochladen. Das hat so auch ganz gut funktioniert. Aber diese komische Minimap, die es gibt, die eine, da ist das halt eben nicht so. Vieles von dem Scheiß, den du zum Download angeboten kriegst, der ist halt auch leider für die Original-Minecraft-Version und es steht halt nur Windows 10 Edition dran. Keine Ahnung warum auch immer, weil sie wahrscheinlich bescheißen wollen, damit sie ein paar Klicks in ihren Download-Dingsbums da kriegen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Warum das so. Das war damals alles viel, viel einfacher, wo wir noch lange, lange dauerhaft gespielt haben. Ja. Viel einfacher würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, weil diese blöde Java-Version, die ist mir auch dauernd auf den Sack gegangen. Nein, es war einfacher. Ja, solange wie du mit Vanilla gespielt hast, aber sobald du Mods im Spiel hattest und du die Speicher erhöhen musstest und dann hat die Java-Version nicht gepasst und dann, ach, das war doch alles für Arsch. Also Spaß gemacht hat es trotzdem, wenn man es dann mal am Laufen hatte, aber sobald da irgendwas, irgendein Update-Patch oder was auch immer gemacht hat, war das da immer gleich wieder kacke. Die hat wieder mit ewig gefummelt zu tun gehabt. Und da mag ich das gerade hier etwas. Das ist ja bei Mods normal scheiße, ich hab keine Picke mehr. Ja, ist das hier, das finde ich ja leider, finde ich jetzt hier etwas schöner, weil das deswegen packen die ja bestimmt auch keine richtigen Mods rein, weil. Einfach zu viel Komplikationen auf die Dauer gibt, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Na gut, dann sind wir jetzt erstmal durch. Für jetzt. Machen wir hier mal eine Beendigung an der Stelle und dann gehen wir mal noch ein bisschen Sea of Thieves daddeln. Gucken, ob das was klappt mit mir und dem Schrader. Bis dahin. Tschüss.